Ja, dann können wir starten. Ich habe heute sechs Use Cases mitgebracht, in denen ich Ross und Reiter nennen darf und kann. Also es ist ja häufig so, dass man Referenzkunden hat, die aber öffentlich nicht genannt werden wollen. Und diese Schwierigkeit, die hat, glaube ich, jeder Softwarehersteller, insbesondere in so einem Umfeld, wo es um so ganz neue Themen geht, wie automatisierte Texterstellung. Was bringt das eigentlich? Was bedeutet das für mich als Anwender? Und da bin ich umso glücklicher, dass wir sechs Unternehmen haben, die wir wirklich klar benennen dürfen und auch Zahlen und Fakten dazu nennen dürfen. Das ist immer auch ein großer Gewinn für uns und ich glaube auch für das heutige Meetup ein großer Gewinn, weil man wirklich mal einschätzen kann, was es auf der Business-Seite eigentlich bedeutet, mit automatisierten Texten zu arbeiten. Der heutige Vortrag, ich steige ganz kurz ein in so ein paar Fakten rund um die automatisierte Texterstellung, bevor wir dann direkt in die Use Cases gehen und wirklich knallhart Zahlen angucken und Fakten anschauen. Und eine Studie, die mir in dem Zusammenhang immer ganz am Herzen liegt, ist die von Mario Heim von der LMU in München, Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und der hat in seiner Studie festgestellt, und das war übrigens die erste und bisher auch einzige, die repräsentativ untersucht hat, ob automatisierte Texte erkennbar sind im Unterschied zu menschlich geschriebenen Texten. Repräsentativ heißt über 1000 Anwender, die befragt werden. Davor gab es zwei Studien, eine aus Holland und eine aus Schweden, die aber beide, ich glaube, das eine Mal war es ein Dutzend Teilnehmer und das zweite Mal so gut zwei Dutzend Teilnehmer, also so 25 ungefähr. Teilnehmer, die waren eben nicht repräsentativ und waren eigentlich reine Trendanalysen. Aber der Mario hat in seiner Untersuchung mit über 1000 Anwendern wirklich festgestellt, es ist nicht mehr zu unterscheiden. Also alles, was wir da glauben zu erkennen an Mustern oder an sonst wie gearteten Inhalten, das muss ja so sein oder das muss automatisiert sein, da täuschen wir uns, denn die große Vielzahl der Anwender sitzt davor und hat keine Möglichkeiten, irgendwas zu erkennen. Im Gegenteil, an einigen Stellen sind automatisierte Texte sogar fachlicher und sachlicher richtiger. Das wurde auch von den Lesern so wahrgenommen in dieser Studie. Wer da Interesse hat, wir sharen gerne auch nochmal den Link zu der Studie. Aber das ist wirklich eine der ganz wesentlichen wissenschaftlichen Untersuchungen, die festgestellt hat, da gibt es keine Unterschiede. Für mich der wichtigste Moment, ich habe den mal den Kasparow-Moment getauft in Anlehnung an IBM. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, 1996 konnte der Deep Blue, der Supercomputer von IBM, zum allerersten Mal einen Schachgroßmeister, nämlich Garry Kasparow, schlagen. Das war eine Sensation. Also das AI-Team bei IBM hat damals, glaube ich, die eine oder andere Flasche Champagner aufgemacht. Und so ähnlich ging es mir, als vor 2 Jahren die Stuttgarter Zeitung mit ihrem Feinstaubradar, also einer automatisierten Berichterstattung auf Basis von AI Semantics über die Feinstaubentwicklung in Stuttgart und Umgebung, den Konrad-Adenauer-Journalismuspreis für Lokaljournalismus gewinnen konnte. Da ging in mir natürlich auch so ein kleiner Freudenjubel los, denn das war schon eine echte Sensation, wenn man sich vorstellt, dass ein Zeitungspreis, der von Menschen für Menschen ausgeschrieben ist, zwar an das menschliche Team dahinter vergeben wird, aber natürlich das Ergebnis ist komplett automatisch erstellt. Und auch das ist für mich nochmal so ein Durchbruch gewesen in dieser Diskussion um, was ist eigentlich Qualität von den automatisierten Texten von Roboterjournalismus, um ein anderes Wort mal dafür zu verwenden, um den es ja hier ganz speziell ging, tatsächlich so ein Durchbruch. Also mein persönlicher Kasparow-Moment, dieser Journalismuspreis. Und ich glaube, uns ist allen klar, ob jetzt im Tourismus, im E-Commerce, da wo viel geschrieben wird, wo viel Content gebraucht wird, ist es tatsächlich anstrengend. Wir wissen, dass die Fehler in handgeschriebenen Texten einfach vorhanden sind. Wir kriegen keine stabile Qualität hin. Wir sind unglaublich langsam bei der Umsetzung, ne? Ich hatte gerade gestern wieder ein Gespräch zu dem Thema, wenn man mal 10.000 Seiten betexten möchte. Es ging um ein Tourismusthema und möchte da beispielsweise die aktuell gültigen Corona-Regeln in bestimmten Hotels erwähnen und einfach einbetten, um dem Kunden eine Buchungssicherheit zu geben. Ich kann nicht 10.000 Hotels von Hand betexten. Also werde ich immer einen Hinweis geben auf die Betreiber-Website oder auf irgendwelche Unterlagen oder die aktuell gültigen Regeln,
Das brauche ich nicht mehr, wenn ich es automatisieren kann, denn dann füge ich die Regeln ein. In dem Moment, wo ich sage, in dem Land gelten aktuell diese Regeln oder in dieser Stadt oder in dieser Region gelten diese Regeln, dann drücke ich auf den Knopf und entsprechend verhält sich der Text. In dem Fall war es eine Hotelbeschreibung und ich kann dann eben sofort sehen, welche Maßnahmen gelten speziell in diesem Hotel, das an diesem Ort, in dieser Region und in diesem Land liegt. Denn wir wissen alle, dass das im Augenblick extrem unterschiedlich gehandhabt wird. Und gerade da ist es tatsächlich auch ein skalierendes Modell und eben nicht wie von Hand geschrieben ein teurer und nicht skalierbarer Prozess. Und ich glaube, wenn die Perspektive mal eingenommen ist, wir wissen, es geht um Qualität, wir verstehen die Vorteile und die Veränderungen im Content-Prozess, dann steht eigentlich der Anwendung automatisierter Texte nichts mehr im Weg. Das Beispiel hier ist tatsächlich auch nochmal ein Echtbeispiel, 15.000 Produktbeschreibungen in 6 verschiedenen Sprachen, wo es dann um mehrere hundert neue Produkte geht oder Produkt-Contents geht, die ich benötige. Dann wird jedem spätestens klar, dass es nicht möglich ist. Im Gegenteil, viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, sagen, sie schaffen es vom Content-Angebot gar nicht, zu internationalisieren. Also selbst wenn die Logistik innerhalb einer EU durchaus einen großen Binnenmarkt bietet und die Zollvereinbarung oder die EU selbst diese Regeln so leicht gestaltet, dass es für den einen oder anderen möglich wäre, ist es aufgrund des fehlenden Contents nicht möglich. Nur ein Beispiel. Wer heute zum Beispiel Produkte in einer italienischen Preissuchmaschine gelistet haben möchte oder auch in einer französischen Preissuchmaschine gelistet haben möchte, muss wissen, dass er französischsprachigen oder italienischsprachigen Content braucht. In beiden Ländern werden in den Preissuchmaschinen der Anbieter deutschsprachige oder englischsprachige Texte nicht akzeptiert. Das muss also in der Muttersprache oder in der Landessprache angeboten werden. Solange ich das nicht tun kann, kann ich zwar meine Website vielleicht noch in Englisch bedienen, aber spätestens, wenn ich Inhalte über eine Preissuchmaschine sichtbar machen will, ist das nicht möglich. Und genau dann fängt natürlich an der Gedanke, was kostet eigentlich eine Übersetzung und kann ich das nicht automatisieren? In welcher Qualität kommt das raus? Das werden wir gleich noch sehen. Und was kann ich damit dann tatsächlich anfangen? Ein konkretes Beispiel, das mal zeigen soll, wie der Prozess abläuft für die, die noch nicht Kunden sind bei AX. Hier ein Beispiel von Zalando. Ich habe auf der linken Seite einen Auszug Data Source genannt. Das ist ein Auszug aus dem PIM-System. Und wir sehen hier, dass wir beim Product Type zum Beispiel ein Fine-Knit-Cardigan haben, also eine Feinstrickjacke. Ich hoffe, die Simultanübersetzerin ist einverstanden mit der Übersetzung. Dann haben wir hier einen Materialmix von Kaschmir und Angora. Die Farbe ist grau. Wir haben einen romantischen Typ, wir haben Knöpfe und entsprechende weitere Daten. Das ist, wie gesagt, ein kleiner Auszug zu diesem Produkt. Diese Daten muss ich ins System hochladen. Da haben wir unseren Anwender mit Vollbart. Der lädt die Daten ins System hoch. Das geht über eine REST-API oder eben auch über einen manuellen Upload einer CSV-Datei. Dann muss ich mein Regelset schreiben und mein Text schreiben und daraus ein Regelset ableiten. Was möchte ich denn über diese Strickjacke beispielsweise sagen? Und damit so ein Text entsteht, wie hier unten, Text und Outcome steht hier, da ist natürlich festzustellen, dass es nicht nur eine reine lückentexthafte Wiedergabe ist, dass die Strickjacke jetzt beispielsweise Kaschmir und Angora hat und dass sie grau ist und dass sie Knöpfe hat, sondern wir können hier eben Aussagen treffen, die beispielsweise aus diesen Fakten Kundenvorteile machen. Zum Beispiel an diesen Knöpfen festgemacht, es gibt Knöpfe, die ich zumachen kann, wenn es draußen kühler wird und gibt mir dann entsprechend ein weiches bzw. warmes Feeling und Kaschmir und Angora geben mir ein weiches Gefühl oder einen angenehmen Tragekomfort. Das ist genau das. Das heißt, wir können aus den Fakten Ableitungen treffen, die muss ich einmal definieren. Und wann immer jetzt Knöpfe an einer Jacke sind, könnte die Maschine Formulierungen wählen, dass die Knöpfe, wenn man die schließt, eben besonders angenehm ist, weil es dann, wenn es draußen kühler ist, wärmer ist beispielsweise. Und sollte der Materialmix ähnlich sein wie Kaschmir und Angora, dann wird es eben von sehr weich oder besonders weich sprechen. Das ist dann der Punkt, wo das Regelset erstellt ist. Dann beginnt die Maschine, diesen Content zu schreiben und liefert den dann entsprechend aus. Und ganz aktuell haben wir ja ergänzt in der Anwendung Get Insights on Results. Das heißt, unser Dashboard ist jetzt verfügbar,
mit dem Sie messen können, wie erfolgreich denn die Texte sich tatsächlich auf Ihrer Website verhalten, wo es vielleicht Lücken gibt, wo man mit guten Ideen Nachbesserung leisten kann, um dann ein besseres Ergebnis mit den Produkttexten oder den Kategorieseiten beispielsweise zu erreichen. Also ich finde, das ist eine schöne Erweiterung dieses Dashboard, das es hier gibt. Kunden, die es anwenden, ich habe hier, und wir starten mit einem, ich entschuldige mich schon dafür, mit einem deutschen Beispiel, denn wir sind ja parallel auch in Englisch. Insofern haben wir also im englischen Fall 5 Use Cases und für den deutschen Fall haben wir 6 Use Cases. Das ist nämlich der 6. Use Case. Und hier haben wir Schäfershop und ähnlich wie wir das gerade eben bei der Strickjacke von Zalando gesehen haben, gibt es hier natürlich auch Produktdaten. Die beziehen sich in dem Fall auf DIN A4 Papier, 75 Gramm schwer, weiß, in einem dieser typischen Kopierpapier packen. Ich glaube, die können wir uns alle vorstellen. Und hier hat Schäfershop in der Umsetzung mit der Engine eben diesen Text erstellt. Und was ich ganz passend finde und ganz schön finde, ist, dass auch hier eben aus dem Begriff holzfrei, Sie sehen das am Ende des Textes, auch eine Erläuterung kommt, der Holzstoff Lignin wurde entfernt, sagt aus, dass das Papier nicht vergilbt. Das wusste ich übrigens vorher nicht. Mir war gar nicht bewusst, wie wichtig das Thema Lignin bzw. holzfrei ist. Das sorgt nämlich dafür, dass Sie auf diesen Dokumenten oder auf diesem Papier Dokumente archivieren dürfen, die mehrere Jahre, zum Beispiel Buchhaltungsunterlagen, glaube ich, bis zu 10 Jahre ja vorgehalten werden müssen. Wenn man das auf einem anderen Papier macht, kann das vergilben und dann wäre es nicht korrekt archiviert. Also das ist ein ganz schöner Hinweis. Und weil die Frage immer wieder kommt, jetzt habe ich ja dieselben Daten, aber ich brauche vielleicht einen zweiten Text für einen anderen Marketplace oder ich habe ein sehr ähnliches Produkt, wie würde das denn aussehen? Drücke ich einfach ein zweites Mal auf den Knopf und schon sehen wir, dass es in dem Fall einen optisch schon einen anderen Text gibt, der sich unterscheidet vom ursprünglichen Text. Und auch hier sind es natürlich dieselben Fakten und Daten genannt, aber ganz spannend eben, dass beispielsweise der Zusammenhang mit Lignin, also dem Holzfrei, etwas anders dargestellt ist. Das sehen wir wieder im unteren Teil des Textes. Da steht dann oftmals sind zum Beispiel bindende Werke wie Akten, Verträge etc. für Archivierungszwecke vorgesehen. Für diese Art Dokumente nehmen Sie vorsorglich ein holzfreies, nicht vergilbendes Papier. Also da haben wir wieder genau denselben Fakt. Irgendwo steht im Datensatz, das Papier sei holzfrei, aber jetzt eben etwas anders umschrieben. Und selbst wenn der Kunde jetzt beide Texte nebeneinander legt und die Papierarten miteinander vergleicht oder die Texte vergleicht, würde er wieder etwas dazulernen, aber eben mit etwas anderen Worten. Und auch die Aufteilung des Textes und die Länge zeigt ja schon an, dass da offensichtlich mehrere Veränderungen gleichzeitig stattgefunden haben. Umgesetzt das Ganze vom Texter-Team von Schäfershop. Und weil wir heute über Use Cases sprechen, darf ich Ihnen an der Stelle auch gleich eine Folie zeigen, die tatsächlich von Schäfershop selbst kommt. Also die ist nicht von uns erstellt, sondern ich habe mir erlaubt, diese Folie aus einem Vortrag zu nehmen, die Schäfershop selbst hält. Und da finde ich ganz spannend, wenn man die Zahlen sich anschaut, was Schäfershop an der Stelle selbst berichtet. Zum einen ist der durchschnittliche Preis pro Text jetzt bei knapp 3 Euro statt 26 Euro. Also das sind die internen Kalkulationen für die Texterstellung. Da muss man dazu sagen, dass 3 Euro das Ende der Fahnenstange noch nicht sind. Das wird noch ein bisschen tiefer gehen. Der Plan ist in Richtung 2 bis 1 Euro noch weiter zu senken. Das Team schafft es jetzt jährlich 30.000 Texte automatisiert zu erstellen, wo es vorher eben knapp 2.000 waren. Da kommt natürlich auch dazu, dass neue Ware eingestellt wird, dann gar nicht betextet wird, weil eben keine Kapazitäten da sind. Auch der Umfang der Texte ist größer geworden, nicht mehr nur auf Produktebene, sondern eben tatsächlich auf Artikelebene. Und einer der wichtigsten Werte für mich, wenn wir über Use Cases sprechen, ist, dass der durchschnittliche Order Value heute 10% höher ist mit den automatisierten Texten als zuvor. Wenn wir also über Qualität der Texte sprechen, ist für mich ein ganz wesentlicher Qualitätsindikator, kann das Unternehmen seine Ergebnisse steigern, denn dafür wird ja diese Arbeit gemacht. Und ich glaube, an der Stelle kann man ganz eindeutig sagen, der höhere Order Value, also der durchschnittliche Warenkorbwert, den ein Kunde kauft, ist größer geworden. Das ist sicherlich sehr gut. Was mich am meisten freut, ist der Smiley am Ende.
zufriedene Texter, so hat es Harry Ulfert in seinem Vortrag benannt, heißt, dass die dort arbeitenden Texter nicht wegrationalisiert wurden. Das ist immer wieder auch eine Diskussion, die wir haben, sondern im Gegenteil sehr zufrieden mit ihrer Arbeit sind. Denn was sie zum ersten Mal schaffen, ist mit Hilfe der Text-Engine und der Arbeit, die sie da reinstecken, also die Konfiguration dieser Maschine, einfach in der Lage sind, wirklich alle Produkte zu betexten und es nicht so ein unzufriedenstellendes monatelanges oder jahrelanges Hinterherlaufen hinter einer quasi unlösbaren Sisyphos-Arbeit hinterherzulaufen, sondern tatsächlich auch eine Chance zu haben, in einem kontinuierlichen Prozess die Contents zu schreiben, das ist das eine, und natürlich auch neue Erkenntnisse zum Thema Conversion, gesetzliche Vorgaben, aktuelle Entwicklungen am Markt, ganz schnell in die Texte einzuarbeiten und entsprechend nachzubessern und eben nicht ausweglos vor solchen wahnsinnigen Überarbeitungsaufgaben zu stehen, sondern das eben auch anders zu lösen. Ein anderes Beispiel, das ich gerne präsentiere, ist billiger.de. Billiger.de hat auf der Produktebene, also wenn Sie im Suchschlitz bei billiger.de beispielsweise iPhone 12 eingeben, wie jetzt hier in diesem konkreten Beispiel, da ist ein schwarzer Kasten auf der Website zu sehen. Das ist eine Hervorhebung für die Produktbeschreibung und alles, was jetzt folgt hier auf der Seite, ist tatsächlich komplett automatisiert erstellt. Auch das wird von den Mitarbeitern von billiger.de persönlich gemacht, also die Texter dort arbeiten auf der Maschine, auf der Textmaschine und entwickeln hier diesen Content. Und in einem Interview, da habe ich Ihnen hier oben einen englischsprachigen Ausschnitt aus einem Interview mit dem Bernd Vermaaten, dem Geschäftsführer von Solute, der Mutter von billiger.de, mitgebracht, der ganz klar sagt, Entschuldigung, dass 1 Million Texte geupdatet wurden und 254.000 neue Texte im vergangenen Jahr erstellt wurden. Das bezieht sich auf das Jahr 2020. Und das ist doch mal eine tolle Aussage. 1 Million Updates, ne? Also so ein iPhone 8 beispielsweise war vor wenigen Monaten ja noch ein Top-Handy, ist heute eben ein gutes Mittelklasse-Handy. Das muss ich updaten, weil das iPhone 12 ja kam und entsprechend muss der Abstand ja wiederhergestellt werden. Dann rücke ich mit dem iPhone 8 mit einem neuen Text ein bisschen ab von der Spitze und sage, ein tolles Mittelklasse-Handy, weil sich eben neue Features bei den Top-Handys ergeben haben. Und so sind eben 254.000 wirklich ganz neue Texte erschienen und 1 Million Text-Updates. Bedeutet umgerechnet 100.000 Texte pro Monat. Wir kommen nachher noch zu einem anderen Kunden. Da sind wir in Top-Monaten bei 4 Millionen Contents, die pro Monat erstellt werden. Nur mal so als Orientierung, ja, was da wirklich möglich ist. SkatePro aus Dänemark. Ich darf an dieser Stelle nochmal gratulieren. SkatePro in Dänemark hat gerade eben 3 Preise abgeräumt beim nationalen Wettbewerb um die besten, beim skandinavischen Wettbewerb um die besten skandinavischen Online-Shops. SkatePro ist ein Extremsportanbieter, Extremsportgeräteanbieter. Also Snowboard und Skateboard beispielsweise. Ihre Kinder dürften die kennen, wenn sie es persönlich nicht kennen. Und hier ist es auch sehr schön, die Anwendung im Interview, in dem englischen Teil, glaube ich, ganz gut zu sehen. Es sind in 17 Sprachen für 3.300 Produkte Produktbeschreibungen entstanden und das Ganze in 12 Monaten mit einer einzigen Arbeitskraft. Das sind 56.000 innerhalb eines Jahres, werden jetzt natürlich geupdatet, nochmal verbessert, neue Produkte kommen dazu. Und ich habe Ihnen einfach einen ganz speziellen Fall mitgebracht, der gerade den SEO-Experten unter uns nochmal verdeutlicht, warum das Generieren von Content so viel besser ist als das blanke Übersetzen. Und das ist hier ganz gut zu sehen an diesem Skateboard-Text hier oben. Da spricht man nämlich von Trucks und Trucks sind übersetzt Achsen. Und wenn Sie den Text natürlich aus dem Englischen übersetzen, passiert es tatsächlich, dass da steht, dass die Skateboard-LKWs von hoher Qualität sind, weil Trucks natürlich durch DeepL übersetzt oder mit Google Translate den Fachbegriff nicht kennt und entsprechend einen Fehler macht. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn die Achsen nicht Trucks heißen, wie es nämlich in der Sprache üblich ist oder Skateboardern, sondern LKWs. Und das ist genau der Unterschied. Ich habe die Kontrolle eben auch mit der Engine über die richtigen Suchmaschinenbegriffe.
die wir wählen. Und bin ich darauf angewiesen, dass DeepL hoffentlich das richtige Keyword wählt und hoffentlich den richtigen Text dazu schreibt. Denn die Kollegen sind ja Dänen, deren Deutsch ist bestimmt nicht schlecht, aber erkannt haben sie es natürlich dann spätestens an der Stelle mit den Achsen und den sogenannten Trucks. Ein weiterer Use Case, Klingel, ganz aus der Nähe von Stuttgart in Pforzheim. Die produzieren in 13 Sprachen für rund 200.000 neue Produkte, die den Content automatisiert. Dazu kommt, dass es nicht nur 13 Sprachen sind, sondern dann auch noch 8 verschiedene Brands, für die die Tonalität sich für die Produkttexte immer wieder unterscheidet. Also man hat neben Klingel natürlich noch eine ganze Reihe von eigenen Marken, Impression Versand, sei mal eine genannt, dass Sie sich vorstellen können, was da alles dazugehört, aber auch für die ganzen Marketplaces, also für eBay, für Otto und wo man eben auftritt oder Mona beispielsweise. Und da muss der Content für das Esprit-T-Shirt eben jedes Mal ein bisschen anders sein oder für ein anderes Markenprodukt, das angeboten wird. Und auch die Anforderungen in den Marketplaces sind ja immer wieder unterschiedlich. Also ich brauche, um bei Amazon eben optimal zu ranken, ein bisschen eine andere Content-Struktur, wie beispielsweise für die eigene Website, also für die Google-Suche. Und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt der Anwendung, den wir hier sehen. Und auch da nochmal die Wichtigkeit, die sich daraus ergibt. Im Business Case selber die 1 Million Euro pro Jahr, und das ist der Fakt, mit dem wir da und uns auch mitfreuen. Die Rückfragen auf der telefonischen Hotline sind zurückgegangen, weil man in den Kleidungsstücken die Waschhinweise mit betextet hat. Und dann sind die Rückfragen zu den Waschmöglichkeiten bei Seitenbeimischung, bei einem empfindlichen Hemd oder muss ich es von Hand bügeln, ist es bügelfrei, all diese typischen Fragen, die sind tatsächlich auf null zurückgegangen, bitte nur bezogen auf die Waschhinweise, nicht auf die weiteren Fragen. Aber das Einbringen im Produkttext hat das hier tatsächlich geschafft. Und die Einsparungen pro Jahr liegen bei circa 1 Million Euro, hat das Team errechnet und entsprechend offiziell kundgetan. Nestlé, das ist jetzt das Einzige, es geht um Tierfutter, viel mehr kann ich nicht sagen, aber es geht um Tierfutter und wir haben mit einem Partner zusammen wurden Texte erstellt. Sie wissen, dass das nicht nur unsere Kunden selbst anwenden, sondern wir natürlich auch ein Partnernetzwerk haben, das Ihnen gerne auch Projekte umsetzt. Und so ist eben Nestlé diesen Weg gegangen und hat sich den Amazon-Content von einem Partner umsetzen lassen. Der Anstieg 168% höhere Konversionsraten, also fast eine Verdreifachung, Verzweieinhalbfachung des Umsatzes auf Amazon. Ich glaube, man kann sich ungefähr vorstellen, um welche Zahlen es da geht, wenn ein Kunde wie Nestlé sowas umsetzt. Übrigens auch interessant, wenn Sie am paneuropäischen Programm von Amazon teilnehmen, können Sie sich für die Internationalisierung des Contents übrigens Zuschüsse auszahlen lassen im Amazon-Förderprogramm. Wer da mehr Details braucht, darf gerne auf uns zukommen. Amazon fördert gerade europäische Unternehmen, wenn sie innerhalb anderer Länder Europas ihre Produkte anbieten, mit Leistungen und Geld. Da können wir auch gerne nochmal Zugang geben. Da gehört auch dazu, dass natürlich der Content in diesen Sprachen dann erstellt wird. Denn das ist ja auch ein Investment. Mai-Theresa, sicherlich dem einen oder anderen auch bekannt, hat die Kategorieseiten, das ist das Thema ja des nächsten Meetups, tatsächlich automatisiert die Erstellung und hat eine 80% höhere Suchmaschinensichtbarkeit erreicht, also die Suchmaschinenindizes der einschlägigen Analyse-Tools sind hier um 80% gestiegen, also fast eine Verdopplung der Sichtbarkeit. Auch das natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Erfolg der Zusammenarbeit mit einem Partner, der die Umsetzung gemacht hat. An der Stelle ist der Kunde auch nicht selbst auf der Maschine tätig, sondern nutzt eben einen unserer Umsetzungspartner, der Managed Service Provider. Verzeihung. Und entsprechend auch das nochmal ein ganz großer Erfolg.
Aktuell rollen wir weitere Sprachen aus bei Mytheresa. Ich glaube, Chinesisch ist aktuell in der Umsetzung. Da freuen wir uns auch schon drauf, Simplified Chinese anzuwenden und für Mytheresa dann in China für entsprechende Sichtbarkeiten bei Kunden zu sorgen.